Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Deus Ex Human Revolution. Ja, ja, Emergency Situation und so weiter. Aber ich darf doch mal kurz meine Zuschauer begrüßen. Mensch, also Boss, das gibt's doch nicht. So, wir gucken jetzt. Wo ist Meg? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Schnell! Pritchard. Go. Pritchard. Wo kommt die her? Was? Navigation, ja gut. Ich glaube, gehen schaffe ich noch. Mal sehen, wir gehen noch sprinten, okay. Sliden, na gut, geht hier nicht. Mhm, ja, Feuer. Das ist, ja, noch relativ easy hier. Muss ich gucke. Gut, was ich sagen wollte. Ja, nächster Part. Wir sind hier. Ah gut, das funktioniert also noch. Schönes Waffendesign, finde ich ehrlich gesagt. Leider gibt es in dem Spiel viel zu wenige, wie ich finde. Da fuck. Kugelsicheres Glas. Scheiß Idee. Wollte ich nur mal anmerken. So, hm. Oh. Regen, okay. Und weg damit. Wir gehen jetzt durch den Schacht. Werden wir noch öfter machen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich will Stealth spielen. Oder relativ Stealth. Ich spiele eigentlich so, wie ich will. Und ja, Stealth ist halt eben eher so mein Sparte. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich habe die Auflösung ein bisschen angepasst. Kämpfen. Hm. Okay. Das muss ich auch noch irgendwie umschalten. Das kann ich ja jetzt schon machen. Das ist gameplay-technisch. Wo war denn das? Nahkampfdeckungsanzeige, ja, ja, was war denn das? Deckungsstil umschalten. So, jetzt muss ich nämlich nur noch Rechtsklick drücken und nicht mehr gedrückt halten, dann kann ich nämlich schon weiter. So, Tutorial kämpfen, das liegt eigentlich nahe, dass ich jetzt kämpfen muss, aber auch wenn man nicht will. Tür auf. Hm? Aha, das war ein Headshot, sauber. Oh, Muschis. Ach so. Also, das ist natürlich so ein klassischer Deckungs-Shooter, kann man jetzt sagen. Und draufstürmen wird nicht oft von Erfolg gekrönt. Ach, habe ich ihn doch erwischt. Ha. Da habt ihr es, ihr dummen. Nachladen. Lang. Da. Ich bin hier vollends bereit. Die Kampfmaschine mit dem Maschinengewehr. Und ich habe noch so ein paar Performance-Probleme. So, springen geht auf. Leertaste, wer hat das gedacht? Da. Niemand weiß Bescheid. Da sind doch welche. So, noch kann man in diesem, also in diesem Level kann man jetzt noch nicht viel ausrichten. Wir können nicht riskieren, dass jemand. Ja. Puff. Wo ist der Rest? Hm? Wo lieber? Hier darf sich niemand aufhalten. Dann ist da was von wo? Ah, shit. Kackt jetzt hier schon oder was? Ah, da hinter der Ecke war er. Gut. Erster Fail. So früh schon, ich sag doch, es ist nicht schlau, einfach durchzurennen. Da lieber erstmal. Also später kriegt man auch ein Radar. Das heißt, ich werde nicht mehr so in die Falle laufen. Gott, ist das schlecht. Erstmal einmal so ein bisschen aus der Übung, mein Gott. Die Reichweite ihres Pfadfinder-Radarsystems, da steht's ja schon. Wir kriegen ein Radar. Also ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber ich glaube, jeder kennt die Gameplay-Trailer mehr oder weniger. Denken Sie daran, neutralisierte Gegner zu verstecken. Werden Sie von Sicherheitskameras oder Patrouillen entdeckt, schlagen diese Alarm? Ja, nee. Bewusstlosen oder neutralisierten Gegner zu entdecken, ist kein Alarm. Wie soll das? Schützerfahrungspunkte werden dafür, wenn es eins erreichen, ohne Alarm auszulösen. Will ich versuchen. Schaffe ich wahrscheinlich nicht, da ich jetzt schon verkacke, indem ich von einem Typen niedergebolzt werde. Was ich allerdings schön finde, dass man wirklich als normaler Mensch von einem Typen mit drei Kugeln niedergebolzt wird. So sollte es sein. Ah gut, aber ich darf hier wieder starten. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Was? Oh, voll der Headshot. Counter. Oh Gott, ich bin so schlecht. So, wir warten, bis das Leben so ein bisschen wieder aufgeladen hat. Also auch rein plakatives Draufballern hinter der Decke hilft nicht so wirklich viel. Ich hoffe, das war's jetzt auch mit den Typen. Gut, gut, was kann man dazu sagen? Ich finde die Grafik echt stark, muss ich sagen. Und auch die Atmosphäre in dem Spiel ist sehr, sehr schön. Roboter mit vier Funktionen. Roboter an. Was? Na, hier, willst du auch mal? Komm. Die habe ich noch erwischt. Das zählt.
Gut. Kann ich hier durch? Ja, ich will wegrennen. Du Bitch. Unsichtbare Bitch. Und jetzt geht das Ding auf, oder was? What the fuck? Oh Gott, das mag Maschinengewehre nicht. Also das schließt sich schon mal aus, bevor irgendwas passiert. Ich meine, es ist ja ganz nett. Irgendwo, aber... So, wo ist der Rest? Ah, wo ist der andere? Komm. Was? Du lebst noch? Mensch, jetzt Kinder. So. So, da hast du es, Kleiner. Irgendwas stört mich auch noch an der Performance, mehr oder weniger. Kann auch daran sein, dass ich jetzt aufnehme. Ich habe das Spiel nie vorher aufgenommen, also weiß nicht, wie das so läuft, aber das darf eigentlich nicht so. Das sieht ja witzig aus. Gut, man kann natürlich von Gegnern gefallene Waffen aufnehmen, wie man gerade gesehen hat, aber es nützt ja nichts, da man aufs Maul kriegt. Au! War nichts Falsches. Ja. CT-Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Mein Gott, wie dick war das Glas? Wir werden jetzt zusammengeflickt, mehr oder weniger. Haben Sie heute nicht schon genug Leute verloren? Okay, Arme haben Sie auch nicht mehr. Die Wind hier hinten kann ich. Sein Körper verkraftet das. Unglaublich. Jo, jetzt wurden wir einmal aufgerüstet. Oder wieder zusammengeflickt, wie man es sehen will. Hm, kann ich reden? Sehr schön. Jetzt fängt das Spiel erst an. Hm, lesen Sie über mehr über die Welt. Das will ich machen. Im Laufe des Abenteuers E-Books lesen. Das mache ich. Und auch vorlesen für euch, die vielleicht YouTube bedienen können, aber nicht lesen können. Soll es ja auch geben. Egal. PDAs enthalten häufig Zugangsdaten oder Passwörter. Werde ich auch auf jeden Fall machen. Also ich werde mich auch versuchen, in jeden PC oder so reinzuhacken. Ja, in jedem Spiel kann man auch hacken. Und ich muss gleich auch schon wieder einen Cut machen. Ich habe noch, ich glaube, 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Passt perfekt. Also kann ich noch so ein bisschen rumdaddeln. Ja, schon wieder die E-Books. Auf jeden Fall. Geniales Spiel, auch wenn ich das mit dem Grafikumbruch noch so ein bisschen in den Griff kriegen muss. Vielleicht setze ich das einfach mal die Auflösung ganz runter. Das liegt wahrscheinlich dann an, ich kann es ja verraten, ich nehme mit Fraps auf.
Wahrscheinlich liegt es dann irgendwie an Fraps, dass das so ein bisschen hakt. Ich probiere es nächste Runde, also nächsten Part nochmal vielleicht, die Auflösung ganz runterzusetzen. Muss selber mal gucken. Müsst doch mal in die Aufnahmen schauen, ob der Sound überhaupt stimmt. Ach egal, mache ich gleich alles, während ihr im Grunde auf den nächsten Part wartet. So in etwa. Okay, die Ladebildschirme sind mir auch so ein bisschen zu lang. Gibt einem aber eigentlich auch Zeit, so ein bisschen was zusammenzufassen. Ja, davon geht natürlich mal wieder wahrscheinlich eine Minute der Zeit weg. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ihr euch hier mit meinem Gelaber da anhören müsst. Auf jeden Fall eins können wir sagen. Adam Jensen hat sich auf jeden Fall nicht freiwillig versalmern lassen, sage ich jetzt mal. Und wir können ihn dann später auch steuern, sprich, wir haben auch gewisse Entscheidungsfreiheit über seine Story. Ob er es denn nun mag oder nicht mag, halt Maschine zu sein. Also ein Android. Eventuell TÜV geprüft. Und alles auf Kosten der Krankenkasse. Ist doch was. Schön, wenn man so einen mega Firmenboss da als Freund hat. Kann man immer mal gebrauchen. Ich sollte mir auch einen Firmenboss anlachen als Kumpel. Ein halbes Jahr später. Sonnenbrille, Chiller. Genial. Durch den Hinterkopf gucken wir jetzt auf seine... Adam, hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Jo. Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Es flackert. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Oh Gott. Und wenn ich das mache, kann ich ja auch gleich jetzt hier den Cut machen und mich um diese dumme Grafik kümmern. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.